Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ja, im letzten Part haben wir einiges gemacht. Wir waren auch nochmal auf dem Jahrmarktfest. Anno Domini im Jahre 1000. Und ja, jetzt ist mir ein kleiner Malheur passiert. Nach dem letzten Part habe ich anscheinend nicht gespeichert oder gesafe-stated. Das heißt, alles, was wir im letzten Part mit John gemacht haben, ist, ja, hat nicht stattgefunden. Ja, das ist schade, aber das müssen wir jetzt nochmal machen. Ich bin eben raus aus dem Guardia-Wald. Wir sind wieder im Jahre 600 AD. Und ich habe diese Gelegenheit allerdings genutzt, um ja, hier nochmal in unter die Kathedrale zu gehen. Ja, und das hier ist der Raum, wo John meinte mit dieser Schublade, dass ich da was noch übersehen habe. Und da werde ich jetzt gleich mal schauen, was es denn ist. Das geheime Nagaet-Bromid gefunden. Ja, gut. Was immer das ist, das schauen wir jetzt mal eben nach. Moment, das dürfte bei Objekten sein. Anscheinend nicht. Ja, okay. Oder ist das eine Waffe? Das glaube ich allerdings nicht. Na gut, vielleicht finden wir das ja noch raus. Ich werde jetzt hier wieder rausgehen. Werde ja zurückgehen in unsere Zeit, 1000 AD, wie ich das bereits im letzten Part gemacht habe. Da nochmal die Kisten einsammeln, die ich übersehen hatte. Ja, ich glaube, das war ein paar Häusern und auch die Vorstellung von Male an Ark. An Kronos Mutter. Werde ich machen und ja, wir sehen uns dann auf dem Jahrmarkt wieder, wenn ich wieder ein bisschen Silberpunkte habe, um dort nochmal abzuräumen. Jo, dann bis gleich, Leute. Hallo Freunde, da bin ich wieder und ja, ich habe noch ein, zwei Kisten gefunden. Wir sind wieder im Jahre 1000 AD auf dem Jahrtausendfest. Ich habe die Katze wieder gefunden und Silberpunkte gefarmt bis zum geht nicht mehr und werde jetzt nochmal versuchen, das Spiel hier hinzubekommen. So. Wir fangen mal an mit den 10 Silberpunkten. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Diesmal habe ich ja John nicht dabei und ja, letztes Mal kein. So, in der Mitte ist kein. Und ich werde mir jetzt mal kein merken. Nur kein. Dann reicht's ja vielleicht schon. So, kein ist ganz rechts, aber wo ist Wedge? Okay, versuchen wir es mal mit dem. Ich bin Bix, ja, okay. Gut. Gut, gut. Kein Problem. Machen wir das Ganze nochmal. 10. Sorry, Leute. 10 Silberpunkte. Er ist Bix. Er ist Wedge. Er ist kein. Ich werde mir diesmal Bix merken. So, das dürfte dann kein sein. Ja, okay, falsch. Okay, dritter Versuch. Irgendwann wird es schon klappen. Möchte wissen, was das für ein Vieh ist, was da hinten hinter dem Gitter gefangen gehalten wird. Ja, nochmal 10. So, das ist Bix. Das ist Wedge. Und das ist kein. Ich merke mir mal Wedge jetzt.
Jawohl, Wedge ist der ganz links. Jawohl. Sehr schön. Dann versuchen wir jetzt das zweite Spielen. So, linker Arm, rechter Arm, Lachen und Überraschung. Lachen war oben, Überraschung unten. Nein, jetzt habe ich schon wieder... Ich wollte gar nicht da drücken. Ja. Okay. Nochmal. Bin nur aus Versehen auf die Taste gekommen. Der fängt anscheinend immer mit dem... mit der Überraschung an. Nein, jetzt habe ich den falsch. Wieder die beiden. Oh Mann, das lief ganz gut. Was ist denn mit meiner Stimme heute los? Es lief ja nicht schlecht, aber als dann die Überraschung wieder kam, habe ich es wieder verpeilt. Doofe Überraschung, ey. Mann. Ja, sorry, dass ich da währenddessen nichts gesagt habe, aber da muss ich mich konzentrieren. Das ist ja ganz klar. Ich versuch's nochmal. So. Ach nee, jetzt fängt er nicht mit der Überraschung an. Nein! Oh nein, ich habe jetzt was gehabt. Ah, Mann. Nochmal, komm. Einmal versuche ich's noch. Das ist nicht einfach. Ach, jetzt habe ich es ja gleich am Anfang verpeilt. Ich bin so blöd, ey. Weil er da ja noch länger macht, die Dinger. Und ich dachte, das wäre schon das nächste. Ich habe wahrscheinlich schon gleich keine Silberpunkte mehr. Mal gucken. Ah, habe ich schon nicht mehr. Okay. Ja, Leute, also, ja, nee, ich... Ich werde nochmal hier auf das Rennen setzen, kurz. So, raten wir mal und ich setze mal auf Grünschnabel. So, mal schauen. Ja, nun lauft los, Leute. Nicht so lahmarschig hier. Ja, ich weiß nicht, soll ich diese Spiele, oder zumindest die, die ihr jetzt schon kennt, lieber offscreen nochmal versuchen, oder...
soll ich das nochmal? Ja, Grünschnabel hat gewonnen, sehr schön. Oder weiß ich nicht, ihr sagt ihr es mir. Hervorragend, dafür setze ich 20 Silberpunkte auf deine Karte. Ach so, okay, da kriegt man nur Silberpunkte für. Vielleicht habe ich ja jetzt wieder genug, um das noch einmal zu versuchen hier. Ein letztes Mal, aber dann lassen wir es. Falls das überhaupt reicht. Ich weiß ja nicht, wie viele Silberpunkte ich jetzt hatte. So, komm, habe ich 40 jetzt wieder? Nee, habe ich nicht. Okay, gut, dann lassen wir es. Also kriegt man hier gar nichts Besonderes, sondern nur Silberpunkte. Nee, Leute, dann gehen wir jetzt mal mit der Story weiter hier. Beziehungsweise schauen uns erstmal bei dem Boot um. Da haben wir uns ja noch gar nicht umgesehen. Fahrkarten, schauen wir mal, was hier abgeht. Manchmal entsteht ein Strudel im Meer, was ihn bloß verursacht. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Elaine, wenn Fritz nur zurückkäme, mehr will ich ja gar nicht. Ja, wer ist Fritz, dein Freund oder was? Okay, dann mal hier schauen. 10 Gold nach Porre, mitfahren, ja, nein. Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage. Unser eigentliches Ziel ist ja das Schloss. Fahren wir jetzt mal nach Porre. Ja gut, da unser eigentliches Ziel das Schloss ist, um die Prinzessin abzuliefern, würde ich sagen, testen wir es doch einfach mal aus. Auf geht's über Land. Oh, ist aber eine weite Strecke. Habe ich eben gerade gesagt, auf geht's über Land. Über Wasser natürlich, nicht über Land. Aha, wir sind in einer ganz anderen Stadt. Aha. Nichts geht über eine Bootsfahrt. Ich fahre andauernd mit der Fähre. Einfache Fahrt kostet 10 G. Okay, aber es lohnt sich, garantiert. Ja, das mag ja sein. Nein. Mal raus hier. So, was haben wir denn hier? Ja, ein nettes Städtchen. Schauen wir uns hier doch mal einfach mal um. Okay, hier ist noch ein Anlegesteg. Moment, hier war was. Bootshaus. Gehen wir da jetzt mal rein. Manche Monster leben friedlich unter Menschen. So der Klavierspieler. Ah ja, ich sehe schon. Das ist ja ein nettes Teil da. So, wer bist du denn? Vor 400 Jahren starb eine Frau namens Fiona, die versuchte, den großen Wald im Norden zu retten. Wie traurig. Aha, also haben wir noch was zu tun. Anno 400 AD. 600 AD meine ich natürlich. Ob ich mir das aufschreiben sollte? Ihr könntet mir das ja mal sagen, ob ich mir das aufschreiben sollte oder ob... Naja, okay, ja, gut. So, na, Junge? Schmeckt's denn? Alle sind sie auf dem Festival. Was für Spinner. Junge, wir sind auch auf dem Festival gewesen und wir sind keine Spinner. Aber nun gut. So, was sagt denn der Wirt? Ich habe Rauchfleisch, gebe es aber nicht her. Obwohl für, sagen wir, 9.900 Gold... erstmal habe ich gar nicht so viel und zweitens, was soll ich mit... dachte ich mir. Was soll ich bitte mit Rauchfleisch? Kann ihn nicht gebrauchen. Also zumindest jetzt noch nicht.
Ein Klavier, ein Klavier. Blue Notes Joe, die Bude rocken. Ja, dann spielen wir Blue Notes Joe. Ah, das ist ein schönes Lied. Hören wir uns das andere auch mal an. Yeah, du kannst ja richtig was, mein Freund. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. Ein Laden und eine Porree-Stube. Sehr lustig. Ja, schauen wir doch mal im Laden nach, was es hier Schönes gibt. Wir hätten einen Stahldegen, einen Eisenbogen. Oh, wir haben 10.943 Gold. Das ist natürlich nicht schlecht. Den Eisenbogen für Male, den werden wir gleich mal kaufen. Zack. Karateanzug. Sonst haben wir hier nichts, was irgendeiner brauchen könnte. So, Tonic, wie viel haben wir? Kaufen wir mal eins noch zu, dass wir... Hier kaufen wir auch eins. So. Unterkunft, da kaufen wir noch mal... drei Stück. Moment, können wir auch irgendwas verkaufen? Die Eisenklinge, die können wir verkaufen. Die Fellkappe. Ein Karateanzug. Noch ein Karateanzug. Bronzeklinge. Luftgewehr. Nur den Eisenbogen, den haben wir ja gerade erst gekauft. So, mal, dann hast du gleich mal eine bessere Waffe. So, da sehe ich doch eine Truhe hinter dem Laden, hinter der Ladentheke. Die möchte ich gerne haben, aber da komme ich wohl nicht hin. Schade eigentlich. Jetzt nochmal gucken, habe ich hier eine Truhe übersehen? Nein, gut. Weil das habe ich am letzten Part gemerkt, die habe ich oft übersehen, weil ich da nicht so... So, gehen wir mal in die Porree-Stube. 20 Gold im Voraus. Ach, das ist ein Inn. Okay. Nein. Bis bald wieder. Okay, das ist also hier nur ein Inn sozusagen. Porree-Stube, lustiger Name. Ach, komm. Schlafen wir eine Runde. Ach, guck mal, das ist ja süß. Das ist ja niedlich. Beide schlafen in unterschiedlichen Betten. Also das muss natürlich auch so sein. So. Was haben wir denn hier noch? Ach, auch ein Gutsherrenhaus. Na? Du siehst aus wie meine Mutter, aber du bist es nicht. Unsere Kinder entfremden sich von uns. Traurig. Och je, was ist los? Wen ich am meisten hasse, meinen Vater natürlich. Oh je, wieso das denn? Papa liebt sein Geld mehr als mich. Ey, Gemeindevorsteher. Ha, hier regiere ich. Ich bin so reich, dass ich gar nicht weiß, wohin mit dem Geld. 10 Gold für dich, wenn du gurst wie eine Taube. Also, ich bin da hier nicht dein, naja. Ach komm, machen wir's mal. Ah,
Hier, bitte. Okay. Ja, du bist ja ein verrückter Typ. Aber das wird ja nochmal irgendwann das Genick brechen. Und hier sind gleich zwei Truhen. In Porre. Im Gutsherrenhaus. Das schreibe ich mir mal auf. Und jetzt klingelt auch das Telefon. Einen Augenblick bitte, Leute. So, Leute, ich bin wieder da. Und weiter geht es. Hier ist auch noch eine richtige Truhe. Einmal Unterkunft erhalten. Sehr schön. Und das hier ist, ja, die geheimnisvolle Energie, die das Ganze hier versiegelt. Und wer bist du? Alle behaupten, Papa wäre gierig. Das stimmt nicht, oder? Ja, doch. Ich würde sagen, das stimmt schon, Mädel. Nun gut. Genug geschaut hier. So. Wo geht's denn hier lang? Eieiei. Schauen wir uns mal ein wenig hier um. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich verfrüht, aber... Gucken kostet ja nichts und hier auf der Oberweltkarte scheint es auch keine Monster zu geben. Oh, hier ist noch mehr los. Ja, hier sind wir ja wieder beim... Wozu soll man denn da mit dem Boot fahren? Da kann man ja genauso... Okay, ich verstehe schon. Gut, gut. Ja, damit wir noch ein bisschen was von der Story mitbekommen, werden wir jetzt mal ins Schloss marschieren. Moment, aber erst würde ich noch was anderes checken. Und zwar, hier kommen wir nicht durch. Durch den See kommen wir nicht durch. Moment, wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier unten noch was. Ach ja, Lukas Haus. Gehen wir nochmal Luca besuchen. Humanoide Roboter, die auf zwei Beinen gehen, sind praktisch nicht realisierbar. Oh, Chrono, beeil dich und bring die Prinzessin ins Schloss. Ja, Mensch, mach ich doch. Ich wollte noch mal gucken, ob ich hier noch was übersehen habe. Sieht nicht so aus. Oben waren wir schon. Truhen gibt's ja auch nicht. Okay. Ja, wir bringen die Prinzessin ins Schloss. Alles klar. Kein Ding. Nein, da geht's lang. Moment, hier geht's lang. Ab durch den Gardierwald. Mal wieder. Allerdings diesmal in einer anderen Zeit und mit anderen Monstern. Was seid ihr denn für welche hier? Giftpilze oder was? Ja, aber auch ihr seid noch relativ harmlos, wie es aussieht. Drei Tech-Punkte, jo, und Geld heimsen wir auch gleich wieder ein. Da, dann werden wir uns natürlich auch erstmal hier nochmal alles in Ruhe angucken, bevor wir nach oben gehen. Was bist du denn für einer? Wir gehen erstmal nach rechts. Ach komm, ich krieg dich doch. Boah, er haut ab. Und wir haben es mit Spinnen zu tun, Schwörer. Oh, die halten auch nicht viel aus. Das dürfte es dann wieder schon wieder gewesen sein für dich. Male wird aufgestuft. Jawohl, sehr schön. So, mal schauen, was hier noch zu holen ist. Und Moment, von hier kam ich.
glaube ich. Dann mal nach rechts schauen. Ja, noch mehr. Noch mehr Pilze. Ja, fehlgeschlagen, mein lieber Freund. Fehlgeschlagen. Zack. So, der erste ist schon mal down. Der zweite wahrscheinlich auch, ja. Aber es geht ruckzuck hier. Ihr kommt in die Suppe, Freunde. Und Pilzsuppe ist lecker. Okay, von den Pilzen wahrscheinlich nicht. Vermute ich mal stark. Okay, was ist... Ach, hier blinzt was. Kraftpille gefunden, jawohl. So, dann Objekte. Kraftpille, wo haben wir sie? So, Moment. Das ergibt ja Attacke plus 1. Attacke. Attacke, Attacke 18, 32. Geben wir es mal Male. Damit immer ein bisschen mehr Attacke macht. So, jetzt überlege ich allerdings gerade, John meint ja letztes Mal, heute käme seine Lieblingsszene. Ich vermute mal, ich muss John wieder enttäuschen. Ich nehme an, die kommt im Schloss. Ja, und da werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr hinkommen. Nur noch durch den Wald. So, weg mit euch, Getier. Du da oben mit der Glocke, du bimmelst auch nicht mehr lang. Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Avian Chaos. Ja, weil das dürfte es jetzt auch sein. 10 Erfahrungspunkte. Male lernt... Oh, was hat sie jetzt gelernt? Moment, jetzt habe ich so schnell weggedrückt. Was hat Male gelernt? Moment. Aura-Wirbel. Hä, die hat doch irgendwas gelernt. Aura-Wirbel konnte sie doch vorher schon. Hä? Bin ich jetzt blöd? Muss ich mir nach einem Video nochmal anschauen. Und noch mehr Pilze, komm. Immer her mit der Pilzsuppe. Also, solange das noch so locker hier abläuft, kann ich eigentlich fast blind drücken hier. Ah, es wird bestimmt irgendwann noch taktischer. Eieiei, da hat aber Chrono reingehauen, mein lieber Scholli. Wenn er so einen Schaden bei dem Roboter machen würde, dann könnte man noch schneller die Punkte farmen. Jetzt so, ich guck noch einmal hier lang. Am Ende des Pfades liegt ein alter Kampfplatz. Mal schauen. Ah ja. Und hier ist noch eine Truhe. Ja, Freunde, da jetzt auch gerade das Telefon klingelt, beenden wir an dieser Stelle den Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Dreambird.